Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Dr. Hirschler hat vor mehr als einem halben Jahr die Frage gestellt, ob ich mir das vorstellen könnte. Da war es auf die FDP gerechnet gesehen, vielleicht noch eine bessere Tat als heute, wo sie schon nicht mehr so viel Hilfe braucht. Aber der Gedanke, dass jemand wie ich über die Frage von Liberalismus unter ganz bewusster Inkaufnahme der vom Moderator jetzt angesprochenen Doppelgesichtigkeit der Frage, nämlich den Liberalismus als philosophische Grundlage einerseits und aber eben auch als ein in dem Gefüge der demokratischen Struktur der Bundesrepublik Deutschland sich am Ende einer Partei verfestigende Gedanken ausdrückt. Das wird man an keiner Stelle trennen können. Man muss auch sagen, warum sollte man das trennen? Weil wir reden hier über politische Fragestellungen oder ökonomische Fragestellungen unter den Bedingungen, dass sie Realität werden könnten oder Realität verändern an den unterschiedlichen Stellen. Und von daher gesehen glaube ich, dass auch die Fragestellung, die dahinter steht, unter dem Motto ist, dass jemand, der in der Wirtschaft ist oder in der Politik ist, vielleicht gehört zu den Vor- oder Nachteilen meines Lebens, ich kann das nicht spalten. Und ich lebe ein bisschen aus der Summe dieser Erfahrungen, und sehr angenehm aus der Summe dieser Erfahrungen, die etwas dazu beitragen könnte oder kann, über eine Wirtschaftsordnung unter dem Gesichtspunkt der Rahmenbedingungen, die sich über die Jahrhunderte eigentlich entwickelt haben, von wo aus man Gesellschaft betrachten kann, um zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Eben zu sehen, und da ist neben den Stichworten von Kapitalismus und Sozialismus die Frage, was ist in staatlicher und wirtschaftlicher Ordnung ein liberales Gedankengut und liberales Ordnungsprinzip eben eine zentrale Frage. Am Eingang zurückkommt auf die FDP, muss man sagen, Marktwirtschaft drückt sich ja manchmal in ganz ruhigen Dingen aus. Ich habe am Wochenende unter dem Gesichtspunkt Gesprächs bei der Flachstiftung in meiner Bücherordnung nicht alles gefunden, noch einmal nach dem Buch von Karl Hermann Flach noch eine Chance für die FDP gesucht. Und erstaunt bei Amazon festgestellt, dass man für dieses Taschenbüchlein im Augenblick gebraucht 40 Euro bezahlen muss. Wenn Sie die grobe Vorstellung haben, was normale Taschenbücher im Zweithandel kosten, dann haben Sie die Vorstellung, dass es offensichtlich wahnsinnig viele Menschen in diesem Land relativ zu dem Angebot jedenfalls geben muss, die interessiert daran sind, das noch einmal nachzulesen und zu sehen. Und das bedeutet eigentlich irgendwie eher, dass es der FDP gut geht mit liberalen Gedankengut als schlecht, weil wenn man sie abgeschrieben hätte, bräuchte man nicht mehr zu lesen. Ja, ob sie noch eine Chance hat. Das nehme ich ernster und wichtiger, aber ich denke, natürlich ist am Ende so etwas wie die Wahl von Hamburg ein Signal dafür, dass offensichtlich Menschen über diese Frage, was ist vergangen und was ist nicht, ein Stück nachzudenken, nach wie vor bereit sind. Und ich will in dieser Kombination von Wirtschaft und Politik durchaus noch eine Bemerkung machen, die sich mit dem Thema beschäftigt. Wann werden eigentlich Parteien gewählt und wann nicht, weil das für Parteien gerade mit kleineren Prozentsätzen und deshalb ein Riesensinn von solchen Wahlhürden und den daraus journalistisch beschriebenen Existenz- oder Nicht-Existenz- und Berechtigungs- oder Nicht-Berechtigungsfragen, die dahinter stehen, vielleicht nicht ganz unbedeutend ist. Nun, Sie haben einen eingeladen, der auf seinem politischen Hintergrund gar nicht beschreitet, dass er es als ehrenwürdig empfindet, als Konservativer beschrieben zu werden. Nachdruck könnte das sein, dass das an irgendeiner Stelle ein Widerspruch ist. Deshalb will ich eingangs sagen, ich habe das nie so empfunden und empfinde das nie so, was die prinzipiellen Fragen angeht. Und in der tagespolitischen Ausdeutung wird es dann in dem Wettbewerb der Gewichtung von Fragestellungen eben da möglicherweise Unterschiede geben. Auch darauf komme ich zurück, wenn man eben die Frage stellt, wie rational ist der Mensch, wie stark kann er alles selbst verarbeiten und welche Leitlinien braucht er, um in Zeiten von Unsicherheit Orientierung zu haben und von Freiheit Gebrauch zu machen. Und in diesem Spektrum spielt sich dieses Thema aus meiner Sicht ab. Und da kann man unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Da gibt es einen berechtigten Verdacht, dass möglicherweise Karl Hermann Flach einen etwas anderen Schwerpunkt gesetzt hätte als ich und auch die FDP einen anderen setzen würde. Und wäre das nicht so, wäre es für die FDP ja auch wieder gefährlich. Also insofern ist an dieser Stelle, denke ich, ist auch ein Stück ein Dialog unter unterschiedlichen Zielsetzungen, aber ich glaube, es wäre auch unfair zu verhehlen, dass das aus dem Bunde von jemandem geschieht,
der den politischen Liberalismus als Gedanken und die Repräsentanten in Deutschland mit einer gewissen Sympathie über eine jahrzehntelange Zeit verfolgt. Ich habe in meiner Partei immer dafür geworben, dass potenzielle Partnerschaft unter dem Gesichtspunkt, dass ich an diese Schnittmengen, wie ich sie eingangs beschreibe, glaube, und dass ich aber auch Menschen hier vorgefunden habe über lange Zeit, die ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Integrität repräsentiert haben, eben mein Ausgangspunkt, dass ich nicht unbefangen an die Frage herangehe, ob ich glaube, dass liberale politische Kraft in dem Spektrum der Bundesrepublik Deutschland eine Bedeutung hätte. Das ist rational aus meiner Sicht zu bejahen. Ich verhehle aber auch nicht, dass ich nie jemanden auffordern werde, die FDP zu wählen, aber jedem sagen werde, dass es ganz klug ist, wenn sie im Parlament ist. Meine Damen und Herren, das ist für einen Ehrenvorsitzenden schon ziemlich weit gehen. Ich bin nicht in der Lage, sowieso gedacht, so als in der politischen Rente, was tust du dir eigentlich an, mir so komplizierte Vorträge zu halten? Ich bin nicht in der Lage, aber und auch gar nicht willen zu sagen, der akademischen Betrachtung, die andere auch vor mir hier in der Lage waren zu demonstrieren, nachzueifern. Und rhetorisch ist die einfachste Möglichkeit, das von vornherein auszuschließen, sozusagen den Zusammenhang in Punkten, die man anspricht und die gar nicht behaupten, dass sie alle zwingend einen geschlossenen Kreis bilden, ein Stück die Diskussion zu beginnen. Denn ich verstehe das ja so, dass wir sozusagen drei Runden haben, mich alleine, uns zu zweit und Sie alle. Und dass auf diese Weise wir sicherlich dann auch die Punkte miteinander diskutieren können. Lassen Sie mich doch noch einmal zurückkommen auf den Punkt Parteien und ihre Wirkung im System für politische Gedanken. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ein System mit zwei sehr großen Parteien, die ein sehr starkes inneres Spektrum abbilden müssen, wenn sie denn ihren Anspruch erhalten wollen, potenziell alleine mehrheitsfähig zu sein. Das ist der Gedanke, den die beiden großen Volksparteien mit sich herumtragen. Und wie Sie in Hamburg gerade wieder gesehen haben, ist ja ein riesiger verrückter Gedanke. Aber er erfordert eine extrem hohe innere Kompromissbereitschaft. Also ein relativ starkes Nachgeben auch an demoskopischen Strömungen und eine gewisse Sorge, dass zu viel Profil am Ende eher etwas kostet, nämlich Integrationsfähigkeit kostet. Ein Parteiensystem, das alleine darauf aufgebaut wäre, würde sich selbst vollständig der Verpflichtung berauben, über präzise, pointierte Positionen streitig zu diskutieren. Das heißt, dieses System funktioniert aus meiner Sicht im Sinne von Gemeinwohl und Funktionsfähigkeit, nicht im Sinne von Verfassungsorganschaft. Nur dann, wenn es ein Spannungsfeld zwischen durchaus pointierten, klar inhaltlich präzisen Positionen und vermittelnden großen politischen Körpern, Entitäten gibt, die alleine relativ schnell das Risiko der Beliebigkeit mit sich führen. Das ist übrigens auch das Risiko von großen Koalitionen. Und von dieser Ausgangsposition heraus haben kleine politische Parteien große politische Aufgaben. Weil sie müssen nicht und können nicht die gleiche Allgemeinverbindlichkeit für alle anstreben. Wenn sie es tun, werden sie keine besonders große Berechtigung haben. Sie müssen Präzision im Intellektuellen, auch im Historischen und Programmatischen, sich selbst zumuten und damit von anderen fordern. Und wer das nicht mehr tut, verliert einen Teil des Kerns für seine Stammwähler. Jetzt kommt ein Satz, den meine Freundin Ruth Wagner, die heute Abend hier sein kann, immer sehr verletzt hat, aber ich sage Ihnen nicht zum ersten Mal. Das Problem solcher Parteien ist, ihre Stammwählerschaft einmal eine Tendenz unterhalb der 5% zu liegen. Das bedeutet nicht, dass sie größer sind. Aber wenn man demoskopisch, wir haben mit Ansbach mal diskutiert, diese Bereitschaft in der Gesellschaft, sich so stark mit etwas inhaltlich zu verbinden, ist eine ziemlich intellektuelle Geschichte. Wenn sie nicht intellektuell ist, wird sie schnell dumpf. Dann ist sie auch kein Teil, wo gibt es auch keine Stammwähler. Dumpfe
Strukturen haben keine langfristigen Lebenschancen. Sie sind zeitbezogen oder aktuell. Prinzipien, die einen überzeugen, auch persönlich überzeugen, 10, 20, 30, 40 Jahre für dieselbe Sache zu kämpfen, sind nicht so breites Allgemeingut, dass das jeder dauernd vor sich herleitet und zu einem Prinzip jenseits der aktuellen Wettersituation macht. Was dann hinzukommen muss, ist ein Stück an Opportunität. Also Überzeugung und Opportunität sind die beiden Triebfedern, also die Parteien Opportunität, das ist aus der Sicht des Wählers relativ einfach. Kann man das irgendwie gebrauchen, um das Gesamtmeinungsbild zu beeinflussen? Und zum Zweiten ist meine Stimme auch garantiert nützlich und nicht am Ende verschenkt. Das ist eine rein tagespolitische Bemerkung. Die FDP-Chancen in Hamburg sind an der Sekunde dramatisch gestiegen, an dem die erste Umfrage sie bei 5% gewichtet. Das ist dann eine Sprunginnovation. Denn an dieser Stelle verändert sich die Betrachtung des Wählers über die Nützlichkeit seines Verhaltens für eine politische Idee, die er möglicherweise in Erwägung zieht. Und deshalb muss der Zahl der Überzeugung muss so attraktiv sein, dass das Ding gibt. Es muss aber auch etwas an Überlegungen hinzukommen, was man dann schaffen kann und geschaffen hat. Und man sollte sich, glaube ich, keine Illusion darüber machen, dass egal wer eine politische Grundsatzfrage formuliert, das ein Stück der Herausforderung von Parteien ist, die sich entscheiden, eben nicht den Versuch zu machen, im Welle der Demoskopie eine möglichst breite Gesamtheit, die man gerade noch zusammenhalten kann, zu organisieren, sondern eine möglichst präzise politische Position, für die man gerade genug Leute immer hat, dass das weitergetragen wird und in den jeweiligen gesellschaftspolitischen Zeiten auch zu Mehrheiten und Bestärkung führen kann. Wenn Sie mal eine kleine Sekunde nochmal nachdenken, wie einflussreich die Partei, die mit dem Liberalismus hier verbunden ist, über die Geschichte der Bundesrepublik in den letzten 60 Jahren war, können Sie erkennen, dass das, obwohl es auf den ersten Blick ein ziemlich schwieriges Konzept zu sein scheint, jedenfalls nicht besonders erfolglos war. Und ich glaube, das muss man als Hintergrund verstehen, wenn man sagt, es ist wichtig. Weil wenn es sozusagen ein eher esoterisches Randthema wäre, gut, dass ich da auch noch ein paar mit beschäftigen. Und es selten Einfluss auf die gesellschaftliche Wirklichkeit hätte, dann wäre ein solches Verständnis über Liberalismus zu diskutieren, und wo ist er zu Hause, ein extrem schwieriges. Weil es wäre sinnlos unter der Bezugnahme auf die Fragestellung, was wird am Ende aus einer Gesellschaft. Zweite Bemerkung. Unsere Gesellschaft insgesamt erlebt im Augenblick eine Phase von außerordentlichem Wohlstand. Und zwar absolut für uns in diesem Land und relativ im Vergleich zu allen Volkswirtschaften, mit denen wir uns relativ vergleichen können. Und ich will sagen, man kann schon zusammenfassen, über alle Gruppen hinweg, der Stolz auf das Erreichte übersteigt den Wunsch oder die Erwartung von Verbesserung. Und nach meiner Einschätzung ist das in vielfacher Hinsicht die gefährlichste Teil der Analyse. Und er hat, wie Sie sehen werden, eine Menge mit der Frage liberalen Gedankengutes zu tun, weil liberales Gedankengut ja sehr schnell in die Nähe von dem kommt, Freiheit zu nutzen. Und Freiheit nutzt man normalerweise, um Dinge zu ändern und zu gestalten. Und sie hat weniger Eros, um das mit Frau Professor Ackermann auszudrücken, als etwa der Gedanke des einfachen Bewahrens. Das Zweite in dem Zusammenhang, wenn man die Gesellschaft aktuell analysiert, ist, wir haben einen aus meiner Sicht noch immer nicht ausreichend eingeschätzten epochalen Einbruch in der Wahrnehmung von Wirtschaft und wirtschaftlichen Zusammenhängen mit der Krise des Jahres 2008 und 2009. Warum? In dieser Krise ist manches zusammengebrochen, Unternehmen sind pleite gegangen. Das kann man in einer kapitalistischen, marktwirtschaftlichen, was auch immer, eigentumsorientierten Gesellschaft für normal halten. Davon sind Arbeitnehmer betroffen, das ist schwierig für die, aber es ist eine überschaubare Zahl im Vergleich zu anderen. Und der übrige Teil der Gesellschaft ist Betrachter, unbetroffener Betrachter. Das Jahr 2008, 2009 hat durch den Zusammenbruch der Banken und die zwingende Rettungsaktivität des Staates aus öffentlichen Mitteln dieses Prinzip durchbrochen.
Seit diesem Zeitpunkt gehen alle Bürger in diesem Land davon aus, dass verantwortungsloses Spielen von Unternehmern am Ende in vollem Umfang ihr Steuergeld in einer Weise bezahlen kann, dass Bürgermeister über Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt durch die Stadt gehen müssen und die Renovierung des Kindergartens ablehnen wegen mangelnder Finanzkraft und jeder denkt, aber 500 Milliarden für die Banken hat egal. Dieses verändert die Perzeption oder die Wahrnehmung von wirtschaftlichen Sachverhalten, von Verantwortlichkeit, von Risikoverteilung aus der Sicht des am normalen täglichen wirtschaftlichen Entscheiden individuell aus seiner Sicht gar nicht beteiligten Bürgers. Er hat nichts damit zu tun, er ist nicht in dieser Firma, hat keine Entscheidung getroffen, hat kein Risikoeingang, wird nie was davon haben, ob die gewinnen oder verlieren, aber er bezahlt eine Rechnung in einer Größenordnung, die er sich gar nicht vorstellen kann, wie groß die ist. Das verändert die Wahrnehmung, ob man privater Initiative gerne vertraut oder nicht. Und ich fürchte, wenn wir alle finanziellen Folgen beseitigt haben, wird das eine Folge sein, an der wir am relativ längsten miteinander zu arbeiten haben werden. Die dritte Wahrnehmung in diesem Zusammenhang. Wir sind in einer sozialen Situation, dass der Wohlstand, von dem ich anfangs sprach, es ermöglicht, ein System zu schaffen, das wir in der Welt relativ selten vorher hatten. Da sind wir wahrscheinlich ein Versuchsfeld. Ich nenne das mal den sozial abgefederten Stillstand. Das heißt, der Staat ist so gut organisiert, dass er eine plausible Alternative zu wirtschaftlichem Erfolg hat. Nämlich eine ausreichende Versorgung bei Misserfolg. Das ist möglicherweise eine der großen Errungenschaften unserer Zivilisation. Aber die Frage ist, ob wir bis heute jedenfalls in der Lage sind, damit angemessen umzugehen. Eine etwas polemische Formulierung des wirtschaftlichen Lebens, wer das Vergnügen hat, mit der IG Metall und anschließend Verdi zu verhandeln, erlebt zwei unterschiedliche Verhandlungsstrukturen, die sich nur dadurch erklären lassen, dass die einen sich um das ökonomische Risiko ihrer Tat bewusst sind, während die anderen davon ausgehen, dass sie kein ökonomisches Risiko tragen. Und das verändert Menschen, Ansprüche, Risikobereitschaften. Und die Erwartung in unserer Gesellschaft ist, dass der Staat diesen Zustand weiter verbessert. Es gibt keine gesellschaftliche Anstrengung, diesen Zustand in Frage zu stellen. Das bedeutet im Zusammenhang, dass das Vertrauen in staatliche Aktivitäten in den letzten Jahren enorm gestiegen, das Vertrauen in Privatisierungsstrukturen enorm gesunken und die Leistungserwartung an Politik in der Sicherstellung einer ökonomisch unabhängigen, dauerhaften, stabilen Existenzgarantie zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Das sind die Herausforderungen, unter denen gesellschaftspolitisch und ökonomisch die Frage ist, brauchen wir noch liberale Gedanken? Unter diesen Gesichtspunkten die Gefahr zu befürchten, dass wir zum Manchester-Kapitalismus zurückkommen, gehört zu den etwas abstrusen Wahrnehmungen. Unabhängig davon, dass das sowieso keiner will. Aber zu glauben, dass solange wir eine demokratische Gesellschaft sind, es irgendwie möglich wäre, ist schon als Formulierung der These fast zeitverschwendet. Mein dritter Punkt. Zum gleichen Zeitpunkt stehen wir objektiv vor enormen Herausforderungen. Die Wahrnehmungsbereitschaft der Bevölkerung dazu ist unterschiedlich. Ich finde, es gehört zu den faszinierenden Dingen, dass auch die Befragungen für aktuelle Maßnahmen der Bundesregierung im Bereich der Rentenversicherung, 80% aller Deutschen sagen, sie finden es gut, dass das Rentenalter abgesenkt wird. Und 85% aller Deutschen wissen, dass das die nächste Generation bezahlt. Und ganz spannend wird es, wenn man die 130-Jährigen fragt. Alle wissen, dass sie es bezahlen und es immer noch zu über 60% gut finden. Das bedeutet, die Frage, dass wir die Kosten des demokratischen Wandels im Augenblick nicht gedeckt haben, ist objektiv vorhanden, ist genau bezifferbar, aber sie ist nicht Gegenstand unserer allgemeinen Wahrnehmung.
Wir haben einen Kapitalstock unserer Industrie, der permanent älter wird, bei allen Erfolgen, die wir in diesen Tagen haben und bei jeder Verbesserung des IFO-Geschäftsklimaindexes. Die Frage der strukturellen, dauerhaften Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland ist in den letzten Jahren nicht gestiegen, sondern mit niedrigem Gradienten und mit aller Gelassenheit, mit der man darüber reden muss, aber sie sinkt und sie steigt nicht. Das wir im Empfinden der Bevölkerung Deutschlands, dass wir immer noch glauben, wir müssen dauerhaft mehr exportieren als die ganze Volksrepublik China mit 1,1 Milliarden Menschen, haben wir überhaupt nicht beeinflusst. Und das Dritte ist, wir haben aus den Gründen, die ich in dem vorigen Punkt genannt habe, in den letzten Jahren die Flexibilität des Arbeitsmarkts in Deutschland wieder reduziert. Obwohl alle Beteiligten wissen, dass wenn eine Krise heraufkommt, die Flexibilität des Arbeitsmarktes die einzige Methode ist, die relativ größte Anzahl von Arbeitsplätzen zu erhalten. Das heißt, wir haben Herausforderungen im Arbeitsmarkt, in der Investitionsbereitschaft und im Kapitalstock und in der langfristigen strukturellen Finanzierung unserer Sozialsysteme, die mit dem allgemeinen Gefühl, uns geht es gut, mit der allgemeinen Erwartung, wir wollen nicht in neue Risiken gestellt werden, nicht ausreichend kompatibel ist. Und deshalb wird, das ist mein nächster Punkt, die alte Diskussion, was ist die richtige Antwort auf eine solche gesellschaftliche Wirklichkeit, sich nicht an den großen gesellschaftspolitischen Strömungen, die über die letzten Jahrhunderte gewachsen sind, vorbei entwickelt hat. Wir werden die Kernfrage, was ist Individuum, Individuallösung, was ist eine kollektive Lösung, wo ist es besser, kollektiv zu sichern und wo muss ich den Einzelnen in seiner Verantwortung halten, sonst wird das System nicht angemessen agieren können. Diese Frage ist nach wie vor richtig. Man kann sie begründen aus der individuellen Freiheit. Mag sein, dass man auch Nützlichkeitserwägungen statt philosophischer hat. Das ist mir vom Ergebnis her vergleichsweise egal. Aber der Liberale wird an dieser Stelle immer zunächst zu seinen Grundelementen zurückfinden. Was macht, sagen eigentlich, den Wert gesellschaftlichen Lebens aus? Das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, also die drei zentralen Elemente, sind die weiterhin das Bestimmende meines gesellschaftlichen Wollens? Dann hat das Folgen für die Sache. Folgen für die Antworten, auch unter dem Gesichtspunkt, welches Risiko muss der Einzelne tragen. Für was ist er selbstverantwortlich und was kann die Gesellschaft ihm abnehmen? Eine spannende Frage, wie der FAZ in der letzten Woche gelesen hat, wie wir Deutschen die Amerikaner betrachten, haben sehr eindrucksvoll sieht. Ein Großteil der Deutschen mag einfach die Amerikaner unter dem Gesichtspunkt, da muss jeder für sich selber sorgen. Die Amerikaner mögen uns übrigens deshalb nicht mehr, weil sie nicht verstehen, warum es uns egal ist, wenn man für den Nachbarn mitarbeitet. Insofern ist es eine kulturelle Spannung, die wir nie so beantworten können wie die Amerikaner, die nie so wie wir. Aber es muss Gegenstand des gesellschaftlichen Konfliktes bleiben. Und mein Eindruck im Augenblick ist, dass wir in Deutschland auf einem Weg sind, dass die Alternative zur kollektiven Versorgung einfach so wenig populär ist, dass sie fast nicht mehr diskutiert wird. Und dass die großen Parteien in der Mitte einen zu großen Verlust an Zustimmung erleiden würden, wenn sie es offensiv diskutieren. Das heißt, wenn sozusagen diese Frage von Überzeugung nicht im Raum gestellt wird, Gegenstand der Auseinandersetzung, werden wir alle leiden. Noch eine feste Überzeugung wird eine CDU, für die ich stehe, dabei nicht besser, sondern schlechter, wenn sie nicht gefordert wird an dieser Stelle, wenn diese Diskussion nicht geführt wird. Und es ist absolut illusorisch, sie aus sich heraus führen zu wollen, wenn es keinen Zwang mit diesen Themen konfrontiert zu werden kann. Die Frage, ob es engagierte Menschen gibt, die diese Fragestellung auch an die Teile, an denen sie logischerweise von Beginn unpopulär sind, wird den Liberalen am Ende nicht abgenommen werden. Wenn sie es nicht machen, finden sie, ja, dann gibt es andere Liberale oder es gibt die Themen nicht mehr, aber mehr Möglichkeit gibt es aber nicht. Und deshalb ist die Fragestellung durchaus zunächst einmal sehr konkret. Sie ist nicht nur deutsch, also auch internationale Abkommen, alle diese Fragestellungen haben natürlich damit was zu tun. Was
muss jetzt da einen Rotpullover anziehen. Die Fragestellung auf einem globalen Niveau findet ja in der verdeckten Debatte über ein TTIP und anderes im Augenblick statt, aber nicht verdorben. Und ich bin immer wieder fasziniert, ich habe es dieser Tage auch versucht zu schreiben, die praktische Lebenserfahrung in einer unternehmerischen Welt, wenn sie international tätig sind, ist, dass die meisten Vertragspartner, die ihnen gegenüberstellen, in Wahrheit gar kein privates Eigentum und kein privates Risiko haben, sondern sie Wahrheit in Staatsorganisationen leben. Der Anteil vom GDP, der von volkswirtschaftlichen Einheiten getrieben wird, die zwar das Regelmechanismus-System der Marktwirtschaft als Allokation von Kapital und Ware vollständig übernommen haben, aber die Eigentümerschaft und damit die Risikostruktur, die dahinter steht und damit auch die Schutzstruktur, die hinter den eigenen Interessen steht, weiterhin auf staatlicher Ebene organisiert wird. Sie können mit einem chinesischen Vertragspartner über alles reden, aber bevor der am Ende zustimmt, wird er nochmal den zuständigen Kader fragen. Und der wird ihm auch gesagt haben, welche Geschäfte er prinzipiell machen kann oder nicht. Wenn Sie sich den aktuellen Kurs eines Wettbewerbers im Bereich des Onlinehandels im Augenblick angucken, dann bildet er eine aktuelle Diskussion zwischen diesem Unternehmen und der Regierung ab und einem internationalen Markt, der ganz genau weiß, dass letztlich die Regierung entscheidet, was dieses Unternehmen macht und nicht diejenigen, die an der Börse jetzt privatwirtschaftlich Eigentümer geworden sind. An diesen Stellen laufen die Systeme auch einmal richtig in eine Spannung hinein, weil der amerikanische Eigentümer von Alibaba glaubt, ihm gehört das Ding, während dem in Zweifel die chinesische Regierung entscheiden wird, was der macht. Diese Spannung, die Frage, in welchem System wollen wir eigentlich leben, wollen wir die einen oder die anderen bevorzugen? Was ist eine liberale Welthandelsordnung? Was sind die Mindestanforderungen an Rechten, die der Einzelne dort haben muss, die ihm keine Regierung nehmen kann, übrigens auch keine deutsche? Das ist eine Frage, die für die Zukunft der Ordnung marktwirtschaftlicher Systeme von zentraler Bedeutung ist. Sie ist allerdings heute kaum noch diskutiert. Jedenfalls nicht auf dem europäischen Kontinent. Und natürlich geht es am Ende über in die ganz praktischen Fragen. Wer macht welche Lohnfestsetzung? Wie sinnvoll ist es, dass der Staat hineingeht? Und es wird immer die gleiche Folge haben, die wir in diesen Tagen ja in einer höchst skurrilen Debatte über die Frage, ob ein Fußballspieler in einer Kreisklasse einen Mindestlohn erhalten soll, sehen. Der Gesetzgeber, der einen klugen Grundsatz wählt, nicht immer daran verzweifeln wird, dass er eine Allgemeingültigkeitsverantwortung für die Regel übernimmt. Und nicht sagen kann, 80% regle ich, die sind auch richtig, die restlichen 20% neu, das ist selber überlegen. Sondern wenn ich die Kompetenz übernehme, etwas, was der Private bisher ausgemacht hat, staatlich zu entscheiden, habe ich die Gesamtkompetenz dieses jeweiligen Feldes übernommen. Dafür gibt es in Deutschland im Augenblick als liberalen Gedankengut vergleichsweise wenig Aufstand. Wenn diese Stimme noch leiser wird, wird sie noch leiser. Aber die Frage, ob man sie braucht, haben Sie, glaube ich, eine Vorstellung, was ich darüber denke. Und die Debatte wird nicht zu Ende sein. Ich bin jetzt bewusst sehr kleinkariert pragmatisch. Die Diskussion, wie stark der kollektive Schutz des Staates für Arbeitnehmer und in der Frage der Fenstergröße und der Schnittgröße und der Aufzugsbenutzung sollten sein, das ist noch eine weitere Dimension des gleichen Phänomens, das ich eingangs erwähnte. Nämlich die Tatsache, dass man von einem Privaten nur misstrauisch etwas erwartet und vom Staat den vollständigen Schutz seiner Interessen verlangt. Wenn dieses Interessenverlangen immer umfassender wird, die Skepsis vorhanden ist und die Frage, dass aus Gründen einer liberalen Ordnung, eines Respekts vor dem Menschen und eines Respekts vor der Funktionalität eines effizienten Systems nicht mehr besteht. Wenn die Stimme dafür nicht da ist, dann wird sozusagen widerstandslos doch etwas Gutes getan. Denn wer kann etwas dagegen haben, dass jeder an einem Arbeitsplatz ein großes Fenster hat? Die Frage muss man eben anders stellen. Man muss sich stellen, geht es den Staat etwas an, jenseits von Mindestbedingungen alles im Einzelnen regeln zu wollen? Oder ist es eine Sache, die private Tarifvertragsparteien, Betriebsräte und andere miteinander im Rahmen individueller Verantwortung regeln können? Und wenn die Frage nicht mehr wichtig ist, weil nur die Frage, ob es nicht besser für die Beteiligten wäre, wenn das Fenster größer ist,
im Gegenstand ist, dann wird es schwierig. Große Volksparteien haben eine Neigung, sich mehr mit der Größe des Fensters zu beschäftigen. Das ist auch systematisch nicht lösbar, das unterscheiden die beiden nicht. Wenn uns nicht andere Stimmen gibt, dann ist halt Mehrheitsbildung an bestimmten Stellen so anders vorhanden. Wenn Sie mir an dieser Stelle als vorletzten Punkt einen einzigen Ausflug oder gefährlichen Versuch in die Liberalismusdiskussion in etwas Abstrakterem erlauben. Ich finde diese Diskussion, dass ich das mir überlegt habe, insofern ganz spannend, weil sie ja letztlich das alte Bild der Frage, was hinter der Rationalität des Menschen steckt und wie das Spannungsfeld zwischen Rationalität und Nichtrationalität des Menschen ist, ein Stück abbildet. Das ist ja eine Diskussion, die irgendwann bei Kant beginnend, oder nicht beginnend, aber sehr, sehr hart formuliert. Leibniz, der vielleicht noch ein bisschen rationaler war, in diesen Ansprüchen mit der Antwort eines Fichte und andere, die dann kamen und formuliert haben, ja, das kann alles rational sein, aber das Rationale genügt nicht. Wir sind hier im Spannungsfeld der Frage an den Liberalismus. Reicht die Rationalität zu sagen, je mehr Allokation, je mehr Regelungsfreiheit im Privaten übergibt, wenn der Staat sich völlig raushält, aller der alten Philosophie, alles prima. Wir haben heute die Erkenntnis, das stimmt nicht. Da muss man jetzt nicht so, Anführungszeichen, links sein, wie Karl Hermann Platt. Da kann man auch sehr viel wirtschaftsnäher im Sinne von mancher Diskussion innerhalb der liberalen Partei sein. Und trotzdem kommt man zu der Auffassung, das, was ist unter dem Gesichtspunkt der Staat regelt, dass der Mensch nicht verletzt wird und alles andere regeln die Menschen unter sich ohne den Staat, dass dieses System in modernen, globalisierten Weltordnungen ausgeschlossen ist. Und die Tatsache, dass wir Freihandel nicht dadurch machen, dass wir die Vereinigten Staaten der Welt ausrufen, sondern Freiheit dadurch machen, dass wir Handelsabkommen schließen und dass wir am Ende Rechtsordnungen versuchen anzugleichen, zeigt ja, dass es eben einen größeren Bereich davon gibt. Das heißt, die Frage rational zu sagen, ich sehe Allokationsmechanismen und zu sagen, demokratische Gesellschaften müssen das aber auch aushalten und das Menschenbild, das daraus entsteht, muss bei den Kräften, die einwirken, eines sein, das mit meinem Menschenbild unter dem Motto, dass es nicht die Freiheit von Einzelnen, sondern die Freiheit von allen ist, dass Freiheit und Menschenwürde und soziale Sicherheit etwas miteinander zu tun haben und dass es erstrebenswert ist, sie in ein angeweihtes Verhältnis zu bringen. Der Liberalismus muss die Frage beantworten, wo dort der richtige Punkt ist. Und übrigens der gesamte politische Angriff auf den Liberalismus oder dem Stichwort Neoliberalismus wird unter der Überschrift gefahren, dass der Liberalismus nicht in der Lage ist, diesen Punkt vernünftig zu beantworten. Also wird ihm unterstellt, er beantwortet ihn in einer Weise, die von einer gesellschaftlichen Mehrheit heute unter dem Gesichtspunkt der Fragestellung, welchen sozialen Respekt erfordert ein Gesellschaftssystem, nicht ausreichend beantwortet wird. Und der Begriff des Neoliberalismus, über den wir hier im Augenblick nicht streiten müssen, dass er fürchterlich missbraucht wird, dass er ein Kampfbegriff geworden ist von Leuten, die nicht wissen, worüber sie begrifflich historisch reden, ist ein schöner Beweis dafür, dass es da auch nicht ankommt in der Demokratie, sondern dieser Abfolge wirkt. Die Mehrheit der Gesellschaft hält Neoliberalismus für was tendenziell Gefährliches, jedenfalls für sich selbst. Und mit der Freiburger Schule haben sie schon gar nichts anfangen. Das heißt, es ist nicht gelungen, diesen Gedanken unter diesem Spannungsfeld, der kein Spannungsfeld des Jahres 2009 oder 2015 ist, sondern der eine Debatte ist, die uns seit, mindestens mal seit Mitte des 18. Jahrhunderts, vielleicht seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts begleitet, die uns in allen Auseinandersetzungen von Aufklärung, von der Ambivalenz der Betrachtung der Aufklärung als Tatsache, dass man der Rationalität des Menschen sehr viel zutraut, aber dass die Erklärung der Rationalität nicht ausreicht, um eine friedliche Gesellschaft zu bauen, eine der Kernherausforderungen für Liberale ist. Dort übrigens kommen die Konservativen ins Spiel, weil aus meiner Sicht eben die Frage, was ist notwendig, damit man die Unsicherheit und die Unberechenbarkeit eines freiheitlichen Systems aushält, lässt sich nur beantworten, indem man sich auch Gedanken über die Frage macht, was an Verlässlichkeiten bleibt. Insofern
manchmal empfinde ich die beiden durchaus ein dichotomisches System, das miteinander arbeiten muss, weil natürlich der Liberale zunächst mal sehr viel stärker darauf achtet, dass die Systeme das freie Spiel möglichst gut geölt funktionieren lassen. Und in der Tat, die Zukunft der Welt wird sehr viele Elemente von Freiheit brauchen, weil viele auf der Welt diese Freiheit eh nutzen werden. Und wenn wir uns dann in den sozial abgefederten Stillstand begeben, dann werden wir nicht dabei sein. Also wird es immer wieder den Drang geben, doch zu dieser Freiheit zu kommen. Aber in einer globalisierten Welt ist diese Freiheit mit enormen Unsicherheiten verbunden, die aus der Sicht der Menschen im Durchschnitt nicht mehr beurteilbar sind. Die Unsicherheit, verlasse ich mein Dorf und gehe in die Stadt, ist im Vergleich zu dem, was ich heute an Unsicherheiten in Kauf nehme, wenn ich mich in bestimmte Berufe begebe, eigenes Kapital investiere und nicht weiß, an welcher Stelle der globalen Entscheidungsketten das gerade alles kaputt geht, natürlich völlig anders. Und die Frage ist, wie verhalte ich mich? Sind die anderen moralisch genauso stabil wie ich? Oder kann ich mich auf bestimmte Dinge verlassen? Wohin falle ich zurück, wenn ich scheitere? Das sind Fragen, die alleine die Liberalität der Ordnung nicht beantworten kann. Sondern sie sind Teil des Spannungsfelds. Und ich denke, ein Konservativer wird mit Liberalen häufig streiten, oft in dem Punkt von gesellschaftlichem Liberalismus, wenn man das vielleicht unterscheiden, dann häufig streiten, ob wir nicht zu viel Unsicherheit in die Lebensumstände des Menschen hineinbringen, indem wir alles in Frage stellen und alles zum Gegenstand von Freiheit machen. Und nicht im Sinne von gesetzlicher Freiheit, sondern in der Frage, gibt es Lebensregeln, gibt es Rhythmen, gibt es Stabilitäten, auf die er sich einigermaßen verlassen kann? Oder könnte es sein, dass diese Welt unter den Regeln freier Bedingungen so unüberschaubar und schnell in ihrer Geschwindigkeit wird, dass die Leute einfach sagen, nein. Meine These ist, je ignoranter man gegenüber tradierten Werten, Normen, Verhaltensweisen, konsensualen Formen des gesellschaftlichen Lebens weggeht, umso schneller wird man in die Gefahr kommen, dass Menschen Nein rufen. Und insofern gibt es hier eine Interaktion, ein Spannungsfeld, das durchaus sehr produktiv sein kann, das man aber nach meiner Ansicht nicht ignorieren darf. Bleibt eine letzte Bemerkung vor dem Schluss. Wenn ich mich mit liberalen Antworten auf vorhandene ökonomische Herausforderungen beschäftige, dann glaube ich, muss man sagen, auch der Liberalismus muss sich weiterentwickeln, weil die Fragen, die ihm gestellt werden, strukturell anders werden. Die digitale Revolution macht vor philosophischen Fragen nicht Halt. Und ich finde, alles, was man dazu lesen kann, ist im Augenblick eher ein Beweis, dass wir damit so unbeholfen umgehen, wie das eben ist, wenn Dinge völlig neu sind. Aber die Frage ist, welche Stimmen bemächtigen sich dieser Frage und welche Antworten gibt es darauf? Und das sage ich jetzt nicht als ein Ratender, das sage ich eher sehr freimütig als ein Suchender. Und räume ein für ein anderes, das ist noch viel komplizierter. Ich bin völlig davon überzeugt, dass wir in diese Welt hinein müssen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der Mensch Dinge, die er einmal gelernt hat, nicht mehr aufgibt. Also wird die Welt so werden. Aber mit welchen Verbindlichkeiten und Normierungen wir die noch umgeben können, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass diese Frage liberaler Ordnung in dem Thema Netze eine völlig neue Dimension hat. Es sind keine Straßen oder gesetzliche Zugangswege zu Kapital oder Genehmigung von Gewerbeerlaubnissen. Das ist nichts, was der Deutsche Bundestag regeln kann. Vielleicht er schimpft mit mir jetzt wieder, wie ich das mache, aber jetzt hier ein Beispiel aus der Diskussion meines Sohnes. Als wir vor einigen Jahren den neuen Rundfunkstaatsvertrag verhandelt haben, haben wir auch einen Jugendmedienschutzstaatsvertrag verhandelt. Die Ministerpräsidenten, als eine subjektiv grandiose Leistung, unter anderem ausgehandelt, dass bestimmte Formen von filmischen Darstellungen und Filmen erst nach 22 Uhr gesendet werden können. In der Abwägung von Freiheit, dass man nicht verbieten kann, dass erwachsene Menschen Zugang zu bestimmten Formen von Darstellungen und auch Informationen bekommen. Und auf der anderen Seite den Gedanken des Schutzes in einem sozialen Raum, um Menschen zu sagen, wenn Kinder das sehen, ist das nicht gut. Mein noch jugendlicher damals Sohn sitzt dann abends, als ich nach Hause komme, auf der Treppe. Und sagt, seid ihr alle völlig verrückt geworden?
Ich habe seit langer Zeit so einen VTN-Tunnel und eine zweite Adresse in Los Angeles. Ich glaube, es ist ganzes nicht interessiert, das, was sich in Deutschland entscheidet, zu welchem Zeitpunkt irgendwas gesendet werden kann oder nicht. Und alle meine Kumpels haben wir. Und wenn einer ihn nicht hat, dann kann er bei uns gucken. Eure Bestrebung in Deutschland zu beschließen, dass 22 Uhr eine wichtige Zeit ist, hat mit diesem Planeten nichts mehr zu tun. Und unter diesen Bedingungen müssen wir Regelungen treffen, die unser einfaches Abwägungssystem der Vergangenheit, das doch klug war, das Interessen abgewogen hat, das Freiheit geschützt hat, aber eben nicht ohne. Das werden wir so nicht mehr haben. Was bedeutet das denn? Wir haben eine Welt, in der wir im Jahr 1988 noch eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die Frage hatten, ob es eine verfassungswidrige Frage an Menschen ist, ob sie ein oder zwei Badewannen in der Wohnung haben. Und wir haben heute eine Gesellschaft, in der Millionen von Menschen jede Minute Details persönlicher Daten freiwillig mit Häkchen, ich akzeptiere, einer unbekannten Zahl von potenziellen Nutzern zur Verfügung stellen, die das ursprüngliche Konzept der informationellen Selbstbestimmung des Bundesverfassungsgerichts gerade zu ad absurdum führt. Was machen wir damit? Sagen wir, ist egal? Müssen wir vielleicht von einer sozusagen Erhebungs- zu einem Betreuungs- und Verarbeitungsrecht bei Daten kommen? Wo muss man das machen? Aber ich weiß es alles nicht. Ich weiß nur, dass zum Beispiel die Frage, wenn ich ein Auto automatisch in Zukunft fahren lassen will, dass die Daten, die dieses Auto über informieren, dass gleich ein Unfall passiert, Vorrang haben müssen vor den Daten des Computerspiels imaginärer Söhne. Das hat mit Netzneutralität, wie wir mal angefangen haben, über die Freiheit des Zugangs zu den neuen Straßen der Zukunft zu diskutieren, aber nichts mehr zu tun. Was ist die Antwort? Ich bin in der bequemen Situation, das als Frage stehen lassen zu können, um noch bequemer zu sagen, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls nicht genau. Ich weiß nur, dass das Ordnungsfragen einer Dimension sind, die ohne die Anführungszeichen philosophischen Hintergründe, die Frage, was haben wir uns über hunderte von Jahren zusammen erstritten an Wissen, welche Regelungssysteme Auswirkungen auf unser Bild vom Menschen haben. Und das alles vor dem Hintergrund, dass unser Bild vom Menschen nicht das Bild aller von Menschen ist. Die Betrachtung unserer chinesischen Gesprächspartner über das kollektive Verständnis ist eben völlig anders. Das Thema, das die Gemeinschaft zu sichern hat, dass das Individuum seine Freiheiten hat, ist aus der Sicht der offiziellen chinesischen Lehrer, aber auch aus der Betrachtung einer inzwischen über auch 70 bis 80 Jahre gewonnenen kulturellen Entwicklung eine ziemlich unsinnige Frage. Die meisten haben gelernt zu fragen, ob das, wie das Individuum sich verhält, hinreichend gesellschaftsnützlich ist. Und wenn es das nicht ist, ist es unmoralisch. Und nicht, wenn die Gesellschaft den Einzelnen zu stark einschränkt, ist es unmoralisch. Wir müssen aber eine gemeinsame Verabredung darüber treffen, wie wir mit diesen globalen Straßen der Welt und mit vielen, vielen anderen Fragen in Zukunft fertig werden. Ich finde, spätestens an diesem Punkt kann man verstehen, warum einer wie ich auch aus meiner Perspektive glauben kann, es wäre ganz gut, wenn wir über Liberalismus auch in Zukunft sprechen. Durchaus mit dem Wissen, dass wir da eine Menge Diskussionen haben, dass der Verfassungsliberalismus ziemlich unumstritten ist, der Wirtschaftsliberalismus viele Fragen auflöst und im gesellschaftlichen Liberalismus, wenn es den so gibt, wir, jedenfalls ich der Konservative und manche Liberale, eine Menge Dinge zu diskutieren haben. Aber dass diese Gesellschaft ihre Erkenntnisse des europäischen Kontinents, ihre Erkenntnisse des erkämpften eigenen Rechts des Individuums, ihre Erkenntnisse der christlich-jüdischen Tradition nicht mehr vernünftig bewahren kann, wenn sie nicht den Anspruch erhebt, dass das Stichwort des Liberalismus auch eine politische Kraft sein muss, die andere herausfordert, ärgert, belehrt, aber am Ende sozusagen einen wesentlichen Teil gesellschaftlicher Gestalt finden muss. Ob Sie das jetzt als die Betrachtung eines Menschen aus der Wirtschaft oder aus der Politik sehen, weiß ich nicht. Da ich nicht zusammenhängend reden wollte, sondern punkten, kann ich uneingeschränkt aufhören. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.